Sie ist jung, talentiert, Olympiasiegerin und Schweizer Sportlerin vom Jahr. 2006 war ihr Jahr. Darum freuen wir uns heute ganz besonders, Tanja Frieden bei uns im Lispo-Talk begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Tanja Frieden. Merci. Wir sind hier an der Lispo, Lis, Seeland. Kennst du so Seeland ein bisschen? Ja, also ich kenne es mehrfach vom Sommer. Bin ich irgendwie an der See, am Ort, oder Bielersee, dort, wo es Wind hat. Oder auch einfach mal für die Spende besuchen, ein paar Seeländer. Und da bin ich hier, Jetzt ist für dich eigentlich die Saison mehr oder weniger fertig. Hast du jetzt auch wirklich Zeit zum Ausspannen oder hast du noch andere Termine? Nein, so wie diese hier, gibt es etwa die jetzt noch Ende Saison, habe ich schon ein paar Sachen für die Sponsoren, die man ein paar Tage noch machen kann, für die ganzen Bürokramen. Sie waren jetzt 2 Monate unterwegs gewesen. Und in 2 Monaten, das weiss jeder, der schon einmal in die Ferien geht, bleibt einfach einiges liegen. Und bei mir kommt das laufend auch rein, das erledigt niemand. Es gibt diese Sachen abzutragen und jetzt im Frühling einfach noch Fotos und gewisse Filmgeschichten zu machen. Jetzt hast du mir vorhin gesagt, du machst das ganze Management selber. Wie grosser Aufwand ist das jetzt für dich? Es ist natürlich schon riesig, also eben die ganze Medienkoordination, Sponsoren. Ich habe die eigenen Projekte, die ich zusammen arbeite. Sie haben jemanden, der mir so das Backoffice macht. Wenn ich eben nicht da bin, die ganzen Medien, also die Mailverkehr, weil sonst bleibt sonst einfach alles liegen, habe ich ja gewisse Leute, die mir helfen, aber im Grunde der Dinge mache ich schon alles selber und das braucht natürlich enorm Zeit. Jetzt für die Schweizer Bevölkerung bist du eigentlich das erste Mal so wirklich ins Rampenlicht getreten, vor etwas mehr als einem Jahr, wo du auf den letzten Meter die Lindsay Jacobellis noch hast abfangen und auch Olympiasiegerin geworden bist im Bordercross. Was war das so ein Gefühl für dich, wo du gewusst hast, jetzt gewinne ich, und du siehst können überholen auf den letzten Meter? Ja, das war natürlich schon gewaltig. Das ist klar. Für mich ist Olympische Spiele schon 2 Jahre vorher, habe ich das wirklich alles auf diesen Event oder diesen Tag gesetzt. Eigentlich. Und wenn man auch dort ist und weiss, hey, jetzt geht es um die Wurst, heute musst du es einfach bringen. Und du hast die Möglichkeit, vor allem für mich war es immer noch eine Chance. Dann ist auch beim Start und im Finale und weiss, hey, jetzt 4 Plätze gibt es, 3 Medaillen. Und ich wusste, ich will sicher eine von denen. Und dann weiss man mal, Silber hast du schon, aber eben geht man weiter und dann gibt es Gold. Das ist natürlich schon ein Traum, der Erfüllung geht, das ist klar. Ihr kennt ja euch auch untereinander, hat jetzt Lindsay dazu gesagt, oder? Das ist ja nicht das erste Mal, dass ihr das passiert. Ja, also wir hatten vor 3 Jahren genau das Umgekehrte. Im Sport ist Knall und Fall, vor allem im Bordercross, ist ja sehr nahe nebeneinander, weil es einfach, ja, es geht sehr viel schnelle Änderungen. Und Klar will jeder gewinnen, eigentlich, aber das geht einfach nicht immer. Und in dem Sinne, also, wir haben den Respekt voreinander als Athletin und that's it. Jetzt nach dem Olympiasieg, kann man so sagen, bist du ein bisschen durchgereicht worden, auch durch die Schweizer Medien. Du warst omnipräsent, es war ein grosses Tohuwabohu gewesen, um deine Person. Wie hast du die Zeit gerade so nach dem Olympiasieg erlebt? Es ist sehr viel gegangen. Also umgereicht, das ist immer für mich noch ein anderes Jahr. Ich probiere wirklich selektiv auszulesen, was ich machen will. Ich bin eine Person, die sehr vielseitig ist. Und das ist manchmal auch nicht mein Problem, dass ich sage viel, ich gehe sehr gerne in neue Situationen. Und von denen hatte ich Tausende. Aber das war gleichzeitig auch das Schöne, also dort wirklich reinzugehen und zu sagen, okay, was erwartet mich jetzt hier? Und es war sehr schnell, gewesen, das Ganze. Ich konnte kaum eine Pause nehmen und die Sachen verdauen, was ich sehe. Und das merke ich schon, dass das Ganze an mir zerrt hat. Aber gleichzeitig habe ich so aufgebaut, ich gewusst, nächstes Jahr im Frühling muss ich mal in die Ferien und das werde ich dann auch machen. Jetzt, unter anderem, was auch gemacht worden ist, ist ein Doc-Film über dich. Herr Bähler hat dich lange Zeit begleitet. Was war das so für ein Gefühl für dich, wenn du permanent ein bisschen von einer Kamera begleitet wirst? Grundsätzlich, die Kamera allein stört mich nicht wirklich. Sagen wir, ja, ich bin einfach so, wie ich bin und fertig. Aber es war schon eine sehr grosse Präsenz. Das Gute ist, dass ich die eigentlich das ganze Kamerateam eigentlich schon kennt habe von vorher. Darum habe ich auch ja zu diesem Projekt gesagt, wo sie zu mir kamen und gesagt haben, hey, das würde uns interessieren. Es hat natürlich viel Druck weggenommen, wenn ich die Leute auch schon kennt habe, zum Teil, weil es doch sehr nahe an mich her ist. Für mich war das Ganze auch wiederum etwas sehr Spannendes gewesen. Und ja, es gab schon Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt hey, habe ich dann mal genug von dieser Linse. Aber im Grunde Dinge spannend. Ja. So, gute Erfahrung. Ja. Was kannst du sagen, was hat dich jetzt für dich in deinem Leben, was hat sich verändert nach dem Olympiasieg? Primär mal weniger Schlaf. Noch weniger Schlaf. Aber es ist sehr viel. Ich denke,
ich als Person nicht gross verändert. Es ist sicher, die Leute kennen mich mehr, die Leute sprechen mich mehr an. Ich habe andere und mehr Erfahrungen dürfen sammeln. Ich muss noch mehr müssen lernen, fokussieren oder noch mehr müssen lernen, auslesen. Oder auch mal Nein sagen. Das ist sicher etwas. Jetzt, unter anderem bist du Ende letzten Jahr auch noch Schweizer Sportlerin vom Jahr geworden. Ist das eine grosse Ehre für dich? Die ja, sehr. Das ist für mich immer so ein Event, wo man hat zugeschaut und schon dort nominiert zu werden. Das war für mich ein Highlight gewesen. Und eben von uns Frauen, die dort nominiert waren, hat jede eigentlich den Titel ganz klar verdient. Und dann schlussendlich das Game können zu machen, war eine sehr grosse Ehre gewesen. Und wow, Und ein grosses Merci muss sagen, all die, die mich gewählt haben. Und schon ein bisschen für mich als Respekt zurückzahlen für das, was ich dieses Jahr gemacht habe. Jetzt bist du nicht nur Schweizer Sportlerin vom Jahr, sondern auch Thunerin vom Jahr und neu jetzt auch Botschafterin für Thun, deine Heimatstadt. Was beinhaltet die Aufgabe, Botschafterin von Thun zu sein? Ja, ich denke nichts gross anderes, als ich bis jetzt schon gemacht habe. Ich liebe die Stadt, ich liebe die Region und das muss ich übertragen. Und das ist, man hat das sowieso schon gemacht, weil ich wirklich finde, je mehr dass ich reise, desto mehr weiss ich zu schätzen, was ich in meiner Region habe und was ich zu Thun habe, was ich zu Bern habe, was ich in der Schweiz habe. Und es wird sicher jetzt gezielt eingesetzt, dass ich an Events für sie gehe, dass ich für sie eben ja, an Messen gehe oder einfach die Schönheit oder das Gute von unserer Region gegen raustrage. Aber das ist für mich nicht gekünstelt, weil ich es wirklich lebe. Jetzt, nebst all diesen Sachen hast du natürlich auch immer weiter noch Bordercross gefahren. Du bist Zweite geworden in der Jahresendwertung. Wie wichtig ist da auch der grosse Triumph, Zweite in der Weltcup-Wertung? Das war für mich sehr wichtig eigentlich. Also für die Gesamtwertung, sonst in anderen Jahren nicht immens wichtig, weil ich sehr viele andere Projekte neben der Weltcup haben, sei das Filmsachen oder andere Wettkämpfe, nicht nur neben der FIS-Tour. Aber jetzt dieses Jahr hatte es nicht so viele Rennen gehabt. Ich habe gesagt, hey, jetzt die Rennen, die sind, da musst du einfach Gas geben. Und das war für mich immer ein Traum, einmal in Rennwertung in der Top 3 zu sein. Und vor allem nach einem so einem hektischen Jahr auch irgendwie können zu sagen, eben den Fokus wieder aufzubringen. Es hat für mich brutal viel Energie gekostet. Neben dem mal einfach den Fokus können zu richten, ist das für mich eigentlich sehr etwas Wichtiges gewesen. Und da habe ich auch Freude, habe ich es geschafft. Aber du sagst sehr wenig Rennen. Dieses Jahr ein grosses Event war auch Time WM in Arosa. Ich hatte nicht viele Rennen vorne. Dir ist leider nicht so glücklich gelaufen. Ist die Enttäuschung gross jetzt an der Heim-WM, nicht können aufs Podest fahren? Ja, das war im Moment sehr, sehr gross. Und wenn es nicht wäre, wäre etwas falsch gewesen. In Arosa hatte ich bis jetzt immer einen Podestplatz. Und das war für mich eben, es ist daheim gewesen. Aber gleichzeitig sage ich mir auch immer, alles, was nicht gegangen ist, man darf immer 24 Stunden hässig, enttäuscht oder verrückt auf mich sein. Und dann schaue ich weiter. So ist es, als Sportler ist es auch noch viel extremer. Man ist immer nach vorne orientiert. Immer, was ist das nächste Ziel? Was mache ich als nächstes? Und wenn man dann zu lange in der Vergangenheit hängt, dann verpasst man das nächste Event. Und für mich ist es okay, abhäkeln, zeig weiter. Und das habe ich eigentlich recht gut geschafft. Hast du das Gefühl, eventuell sei der Druck etwas grösser gewesen auf dir nach dem Olympiasieg jetzt an der HMBM, dass man halt die Leistung wirklich auch von dir wie erwartet? Ein bisschen? Ja, der Druck war sicher da gewesen, aber ich erlebe es jetzt im Nachhinein viel weniger als Druck, sondern eine Übersättigung meinerseits. Es ist so wie nach dem olympischen Gold hat man einfach nicht mehr so Hunger. Ich habe so viele Sachen erlebt. Es ist so wie nach einem riesen Buffet so eine gefüllte Belly hast und dann wieder musst essen. Und das einfach zu können, der Ehrgeiz, der Hunger auf Gut, das ist das Problem gewesen, dass man den aufbringt. Und es hat viel Energie gekostet, das zu machen. Wie macht man das, wenn man jetzt mal so den Hunger ein bisschen verliert? Wie tut man sich selber wieder motivieren? Wie machst du das? Ja, also ich musste sehr viel mehr abschotten und einfach auch Zeit wieder für mich haben, dass ich wirklich, eben im Kopf, ich arbeite halt viel im Mentalen, dass ich dort wirklich auf die Ziele fokussiere, die ich kann, die ich will. Und eben nach der WM, die nicht geklappt hat, nicht nur mein Verschuldung, aber der Sportercross, habe ich gewusst, hey, ich habe noch eine Handvoll Rennen und denen wollte ich einfach die Ziele erreichen. Und dort immer wieder eben vergessen, das Letzte abhäkeln, wieder vorne schauen, wieder sagen, okay, was ist das nächste Ziel? Und die ganze Energie, die man hat, auf das ausrichten. Also wieder wirklich die Motivation, gegen vorkratzen, weil irgendwo hat man meistens. Wie wichtig ist noch so eine Situation als Umfeld, Familie? Freunde. Sie sind sicher eines das Umfeld enorm wichtig. Also genauso wie untereinander im Team, so wie das Umfeld, familiär. Habe ich zwar nicht so viel davon gehabt dieses Jahr, aber sie haben immer das Gefühl, ja,
wir können dir ja gar nicht helfen, aber der Effekt, dass sie wirklich einfach da sind, das hilft mir sehr viel. Die so kleine Sachen machen, man kann bei mir waschen, mal einen Zöpfen vor die Tür stellen, sind so die Sachen, die einem sagen, ah, mal schön, da wird man gedreht. Das ist sehr wichtig. Jetzt, was mich noch interessiert, man sagt immer, Snowboarder sind eher so ein bisschen lockere Typen, so im Großen und Ganzen eher so ein easy Image, wenn man so darf sagen. Wie ist da so der Zusammenhalt unter den Snowboardern? Kennt man sich da? Geht man da wirklich nach der Fahrt, nach der Rennen auch noch 10 Minuten Ausgang eins spazieren oder so? Ist das wirklich so? Ja, es kommt darauf an, wenn es ihm gut ist gelaufen sowieso, wenn es ihm schlecht ist gelaufen. Dann muss ich aber nicht mehr um mich haben. Aber nein, das ist klar, man kennt einander. Es gibt auch der, es gibt wie in jeder Gemeinschaft, gibt es auch Leute, auch wenn die das Gleiche machen, die findest du gut, die haben zwei auf dem gleichen Boden. Und dann es gibt Leute, die findest du, ja, muss ich nicht gehen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir uns sehr viel durch den Sport verbinden. Aber auch dort ist natürlich ganz klar Präferenzen. Jetzt, du fährst ja Bordercross. Es gibt natürlich noch andere Disziplinen im Snowboard, wie Alpine, Halfpipe. Hätte ich das jetzt nie gereizt, da mal Halfpipe auszuprobieren oder so? Und sicher, ausprobieren tue ich gerne wieder. Es ist so, ganz früher, als ich angefangen habe, habe ich noch alles gemacht. Also vor 15 Jahren habe ich einfach alles gemacht. Und ich komme auch vom Alpine her. Halfpipe hat es dann häufig bei uns einfach nicht wirklich etwas gehabt. Aber man hat einfach mit der Umgebung gespielt, mit dem, was man ist. Und das ist noch jetzt als Training gehe ich gerne immer wieder in die Halfpipe. Im Herbst eine Woche lang mit den Freestylern zu ASB und dort mit denen ein bisschen rumgehängt. Und ein Halfpipe fahren, ich denke, möglichst vielseitig bringt es vor allem für einen Bordercross, der einfach viele verschiedene Elemente hat. Also je vielseitiger dass man trainiert, desto besser ist man auch im eigenen Gebilde. Jetzt eben, die Saison ist eigentlich mehr oder weniger fertig. Du hast gesagt, du hast noch Medientermine, du hast Sachen für Sponsoren, die du noch mehr musst machen und dann nächsten Winter wieder die nächste Saison. Wie bereitest du dich vor über den Sommer? Zuerst mal die Batterie aufladen, das ist die Hauptsache. Regeneration, vor allem im Alter, wird immer wichtiger. Also das ist für mich, ich muss zuerst mal einen Break rein, muss mal pausen. Und ja, und dann fangen wir wieder an spürteln, die neue Ziele, was will die nächste Saison. Aber grundsätzlich muss ich zuerst mal abschliessen. Wo gibt es da Wochen, wo du sagst, jetzt gehe ich eine Woche auf Spanien in die Ferien und mache gar kein Training oder so? Bei mir ist eigentlich der ganze Mai, habe ich mal rausgestrichen, weil eben seit anderthalb Jahren keine Pause hatte. Und jetzt ist wirklich mal wieder wichtig, mal in mich hineinzuhören und zu schauen, was will ich neu ausrichten und einfach mal alles ein bisschen setzen. Und dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg für die nächste Saison und danke dir vielmals, dass du da warst. Merci.